Hier sehen Sie Menschen, die ihre Strategie, Lernangebote in ihrem Unternehmen zu gestalten, neu positionieren, neu durchdenken. Das machen Sie hier in einem Workshop, den wir Learning Strategy and Design Workshop nennen. Ich bin Johannes Starke, Produktmanager bei der TTS und darf Ihnen in diesem Video einen kurzen Überblick über den Ablauf dieses Workshops, die generellen Prinzipien und die verwendeten Materialien und Methoden geben. Warum haben wir diesen Workshop ins Leben gerufen? Weil immer mehr Kunden auf uns zukommen im Rahmen des digitalen Wandels, der digitalen Transformation ihres Unternehmens und sagen, ja, wir bieten Lernangebote an, aber wir wissen gar nicht, ob das noch der richtige Weg ist, ob diese Lernangebote wirken. Wir müssen uns irgendwie neu positionieren, wir müssen eine neue Strategie finden. Wir wollen auch strategisch viel enger an die organisationale Strategie dran. Wir wollen als wertschöpfend im Unternehmen wahrgenommen werden. Wir wollen den Wert, die Wertschöpfung, die wir im Unternehmen leisten, auch irgendwie darlegen. Und dazu müssen wir wissen, was unsere Lernenden brauchen, was unsere internen Kunden, unsere Arbeitsteams brauchen, wie die strategische Ausrichtung der Organisation ist und vielleicht auch externe Schlüsselpersonen. Was brauchen unsere Kunden? Und all das müssen wir in Einklang bringen, um dadurch neue, wirksame Lernangebote im digitalen Wandel zu schaffen. Grob gesagt wollen wir von einem Punkt, wo wir noch wenig Ahnung haben, warum das, was wir tun, warum wir das tun, was wir tun. Wir haben wenig Ahnung von den Bedarfen der verschiedenen Schlüsselpersonen, die ich eben genannt habe. Wir wissen nicht, ob das mit der organisationalen Strategie in Übereinklang gebracht wird und wir haben kein konkretes Lerndesign, um diese verschiedenen Bedarfe zu adressieren. Und dann durchlaufen wir in diesem Workshop iterativ diverse Schleifen, bis wir an einem Punkt angelangt sind, in dem wir durch unsere Lerndesigns, die wir überprüft haben, dass sie wirken, wirklich wertschöpfend im Arbeitsalltag tätig sind, dass wir unseren Lernenden Mittel an die Hand geben, zu einer konkreten Verhaltensänderung im Arbeitsalltag zu gelangen. So, wie sieht das im Rahmen dieses Workshops und danach aus? Wir haben drei Schleifen. Zum einen überlegen wir uns ganz generell, so etwa in den ersten 1,5 Tagen des Workshops, wie sollten wir unsere Strategie neu anpassen? Die generelle Strategie der Personalentwicklung, der Academy zum Beispiel. So, was sind so unsere Ziele? Wie läuft Lernen im Unternehmen in 3 Jahren zum Beispiel ab? Wie lernen wir? Dann nehmen wir uns ganz konkret ein bestimmtes Thema, was wir für relevant erachten, und konzipieren dazu, basierend auf der Strategie, die wir im Vorfeld erarbeitet haben, ein Lerndesign. Und das ist natürlich dann noch nicht validiert. Wir müssen dann in die prototypische Umsetzung gehen. Das sind dann die Schritte, die nach dem Workshop stattfinden. Kleine Prototypen bauen, die testen, ob sie funktionieren und dementsprechend mit den Learnings, die wir dadurch generieren, die Konzeption anpassen und gegebenenfalls auch Modifikationen an der Strategie vornehmen. Learning Strategy und Learning Design sind Bestandteil unseres etwa dreitägigen Workshops. Manche sind kürzer, manche sind länger, je nachdem, wie Ihr individueller Fokus ist, auf den wir natürlich eingehen, im Vorfeld auch abstimmen. Und anschließend unterstützen wir Sie in der weiteren Umsetzung, im Prototypenbauen, im Testing. Wer sollte in diesem Workshop drin sitzen? Das sind etwa 10 Personen, divers zusammengestellt. Also ihre Lernenden sollten da auf jeden Fall vertreten sein, ganz, ganz wichtig. Dann Mitarbeitende aus der Personalentwicklung zum Beispiel, natürlich Fachexperten, die von dem Lernthema eine Ahnung haben. Dann Menschen, die sich mit der strategischen Ausrichtung ihrer Organisation beschäftigen. Die bringen wir in diesem Workshop zusammen und nutzen diverse Kreativmethoden, um Strategie und Lerndesign zu erstellen. Was Sie hier zum Beispiel sehen, ist die Zielbildentwicklung im Rahmen der Strategie. Da erstellen wir gemeinsam mit der Methode Lego Serious Play ein gemeinsames Zielbild, wie Lernen im Unternehmen zum Beispiel ablaufen könnte. Ganz, ganz relevant ist für uns
dass wir die verschiedenen Schlüsselpersonen, die verschiedenen Stakeholder genau betrachten. Was brauchen die im Rahmen ihrer Arbeit? Was sind die Möglichkeiten, die sie haben, um unseren Ansatz zu unterstützen oder auch vielleicht zu bremsen? Was ist die Einstellung der Lernenden und der weiteren Stakeholder gegenüber Lernen und gegenüber dem spezifischen Lernthema? Was sind die Kanäle, über die wir die erreichen und so weiter? Wir versuchen hier so weit wie es geht mit Interviews zu arbeiten. Teilweise müssen wir aber auch eben Hypothesen treffen, weil wir an bestimmte Stakeholder vielleicht nicht rankommen. Hypothesen, die wir aber hier in Form von Personas dann erstellen und validieren können. Ein weiteres Instrument, was wir nutzen, ist der Learning Design Equalizer. Wenn wir uns darüber im Klaren sind, wie unsere Lernenden, welche Einstellung unsere Lernenden haben, wie sie rein organisatorisch zum Beispiel aufgestellt sind, auf welchen Kanälen wir sie am besten erreichen, dann können wir diskutieren, wie die generelle Ausrichtung unseres Lerndesigns sein soll. Und das machen wir mit diesem Learning Design Equalizer. Hier sehen Sie zum Beispiel beispielhaft rot gepunktet, so läuft es aktuell bisher. Ein sehr auf Lehren ausgerichtetes, synchron ablaufendes Lernangebot, sehr formal, wo der Lernort, die Lernzeit und so weiter vorgegeben sind. Und im Rahmen der Diskussion, die wir im Workshop geführt haben, haben wir festgestellt, okay, was unsere Lernenden, die Teams eigentlich brauchen, ist etwas, was viel mehr asynchron abläuft, was durch digitale Angebote unterstützt wird, wo eine aktive Mitentwicklung der Lernenden sinnvoll ist, um zum Wert zu kommen. Ein ganz zentrales Instrument sind die beiden Canvas-Dokumente, mit denen wir arbeiten. Canvas kennen Sie vielleicht aus der Geschäftsmodellentwicklung, DIN A0-Plakate, die wir mit Post-its befüllen, wo wir einen Überblick darüber uns verschaffen, einen Überblick erarbeiten über die verschiedenen Facetten unserer Strategie und die verschiedenen Facetten unseres Lerndesigns. Wenn wir dann diskutieren, wie wir dieses Lerndesign konkret umsetzen können, wie können wir wirklich etwas, welche Methoden setzen wir ein, um die entsprechenden Ziele, die wir auf dem Canvas übersichtsartig skizziert haben, zu erreichen. Dann kommen wir oft zu einem Punkt, wo die Teilgebenden des Workshops sich erstmal auf eine kreative Spielwiese begeben möchten. Welche Methoden gibt es überhaupt? Ganz oft ist natürlich Präsenztraining altbekannt, Web-based Trainings werden eingesetzt, vielleicht auch noch Webinare, aber dass es so viel mehr Methoden gibt, die wir wirklich sinnvoll einsetzen können. Dafür nutzen wir die Lerndesign-Karten. Das ist ein Kartenset, mit dem dann einfach mal rumgespielt wird, wo geguckt wird, okay, wenn wir jetzt etwas schaffen wollen, was zum Beispiel sehr, sehr selbstgesteuert läuft, asynchron, digital unterstützt, welche Methoden könnten wir da einsetzen? Und da unterstützen uns diese Lerndesign-Karten. Abschließend strukturieren wir unser Lerndesign in einer Learning Map. Die kann so aussehen, die kann auch ganz anders aussehen, je nachdem, wie chronologisch zum Beispiel das Angebot ablaufen soll. Und in dieser Learning Map gliedern wir dann die ganzen Themen, die wir behandeln wollen, ja, in Kapitel, in verschiedene Teilangebote und diskutieren für jedes Teilangebot durch welche Lernerperspektive adressiert das? Wie schaffen wir hier Wert für die Lernenden? Wie schaffen wir Wert für die Organisation? Was sind die Metriken, die wir nutzen können, um zu prüfen, ob das, was wir hier anbieten, funktioniert? Ganz konkret, welche Infrastruktur brauchen wir? Welche Tools? Wer setzt das Ganze um und was kostet es? Ganz wichtig ist, dass wir nicht ins Blaue hineinplanen, sondern auch immer gucken, auf was haben wir eigentlich direkten und indirekten Einfluss und was sind Rand- und Rahmenbedingungen, die sind einfach so, wie sie sind. Daran brauchen wir uns nicht abarbeiten, weil es einfach Ressourcenverschwendung wäre. So, konkret ins Tun kommen ist das Allerwichtigste. Es bringt nichts, wenn wir nur innerhalb von diesen 3 Tagen zusammensitzen und am Ende damit nichts passiert, nicht weitergearbeitet wird. Deswegen ganz starken Fokus auf was wollen wir mehr tun, was wollen wir weniger tun, was sollten wir aufhören, was sollten wir in Zukunft anfangen und wann starten wir damit? Was können wir jetzt erledigen? Was wollen wir in den nächsten Wochen angehen? Und wer macht es? Die konkreten Arbeitsergebnisse sind wirklich von Workshop zu Workshop ganz verschieden, weil jede Organisation anders ist und andere
Themen hat, andere Strukturen hat. Dementsprechend kann ich Ihnen nicht im Voraus sagen, zu welchem Ziel wir am Ende kommen. Was Sie rein praktisch am Ende erarbeitet haben gemeinsam mit uns, sind die beiden Canvas-Dokumente, ein Überblick über Ihre neue Strategie, ein Überblick über Ihr neu zu erstellendes Lerndesign und dann eben eine Strukturierung in Form einer Learning Map, das Ganze in Form eines Ergebnisprotokolls mit zusätzlichen Handlungsempfehlungen, digitalen Arbeitsmaterialien, dass Sie wirklich direkt in die Umsetzung gehen können, Empfehlungen für die nächsten Schritte. Es hat sich herausgestellt, dass bei den Workshops, die wir bisher durchgeführt haben, wirklich ganz, ganz unterschiedliche Aha-Momente für die Beteiligten gekommen sind. Zum Beispiel in einem Workshop kam raus, ja, wir brauchen eigentlich neue Kommunikationskanäle. Unsere Kolleginnen und Kollegen können sich selbst am besten helfen, wenn sie einfach besser miteinander kommunizieren könnten. Das ist der Wert, den wir schaffen können. In einem anderen Workshop wurde darüber diskutiert, was können wir eigentlich gut und warum setzen wir das als Service für unsere Organisation nicht viel, viel besser ein? Was sind unsere Kernkompetenzen? Worauf müssen wir uns fokussieren? In einem anderen Workshop wurde ein komplett neues datenbasiertes Geschäftsmodell erarbeitet, weil wir am nächsten an den Lernenden dran sind und damit können wir so viel erreichen. In einem wieder anderen Workshop haben wir uns darauf fokussiert, wie können wir die aktuell angebotenen Präsenztrainings nachhaltiger machen durch neue begleitende digitale Angebote. Und wie müssen wir uns dafür anders aufstellen, um diese Angebote nicht nur mit unseren Partnern zu kreieren, sondern auch wirklich an die Lernenden zu bringen, dass die nutzen. Wenn Sie weitere Informationen haben wollen, wenn Sie Fragen haben, dann freue ich mich jederzeit über Ihre Kontaktaufnahme. Schreiben Sie meine E-Mail, rufen Sie mich an, lassen Sie uns darüber sprechen, wie wir Lernen in Ihrem Unternehmen neu gestalten können im Rahmen der digitalen Transformation. Herzlichen Dank.